So, hallo, hier sind die Peenepaddler. Wir wollen euch heute hier mal im hohen Norden zwei Öfen vorstellen. Einmal den Rocketstove, einfach aus 180er Edelstahl. Das Holz wird immer nachgeschoben und unten wird jetzt angezündet. Und dann haben wir hier den Hobokocher, vielleicht schon bekannt, eine 2,5 Liter Dose. Ganz einfach gemacht, sehr preiswert. Oben kann man noch einen kleineren Topf reinstellen. Einfach frei Schnauze geschnitten. So, dann wollen wir euch mal vorstellen, weil heute kalt ist, haben wir auch allerhand Appetit. Da haben wir dann schon mal was vorbereitet. Ein paar Würstchen, ein bisschen Glühwein und so weiter. Wir haben schon mächtig Hunger. Wir werden jetzt anfangen. Und schöne Grüße noch an den Prepper. Die Seite kann ich nur empfehlen. So, dann wollen wir mal sehen, ob alles klappt. Du solltest dich mit den beiden Hölzern neben und behind. Ach so. So hast du gedacht. Ja. Ich habe gedacht, ich sollte. Nee, nee. Ich brauche nicht rein. Stolli, hier jetzt mal hergucken. Hallo. Weg da. Nicht damit das kommt, ne? Wow. So, dann wollen wir mal ein bisschen Holz reinmachen, ne? Ja. Also ich werde mal weitermachen. Nicht dabei. So, der Hobo wurde entwickelt von mexikanischen Wanderarbeitern, um eine effektive Verbrennung zu haben. Lagerfeuer wird bloß 10% der Energie genutzt. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen Wasser reinmachen, einen Topf, 2 Liter ungefähr, und dann gucken wir mal, wie das klappt. So, der Hobokocher ist gut auch für unterwegs. Wir sind ja Paddler, sehr leicht. Ich muss auch sagen, diese Büchsen, die glühen ja nun nicht aus und sie halten 1-2 Jahre auf alle Fälle. Also braucht man sich nichts Teures kaufen. Dann müssen wir bloß noch gucken, dass der Rocketstove ein bisschen in die Gänge kommt.
ich kann alles sehen. Das ist ein Buntspecht. Hast du schon gesehen, Olli, wo er ist? Der meckert da oben mitten in seinem Revier so einen Aufschluss machen. Das ist ein Pärchen, das ist ein Männchen und ein Weibchen. Die kommen da auch bei den Meisen drinnen am Baum. Aber guck mal, der macht so schon wirklich. Ja, der andere will nicht so richtig, ne? Doch, der Zug ist runter, ne? Da werden wir dann mal die Steaks aufhauen. So, dann können wir die Karten hinbekommen. Oder wollen wir die Welt haben? Hey. Hin und her geht? Nee, das weiß ich So, Sven, hier kannst du zwischen wirtschaften. Hier kannst du zwischen wirtschaften. Eine Waffe haben wir ja schon. Ganz oben in der Leuchte. Da hinten eine ganz Spitze. Oben an der Spitze. Da sitzt er. Fünf Stück unter der Spitze. Da sitzt er. Ja. Ich drehe warum. Olli. Wir haben dann auch ein bisschen Appetit, dann müssen wir auch mal Steak aufhauen.